herzlich willkommen hier in der Kreativwerkstatt von Smithers Oasis, hier in Essen auf der IPM. Ich möchte Sie recht herzlich einladen, mir zuzuschauen. Ich zeige Ihnen jetzt ein neues Produkt von Smithers Oasis aus dem Bereich Urnendekoration, und zwar den Urnenpodestring. Hier handelt sich das um einen Scheckschaumring mit einem Holzboden aus der Bio-Line-Linie. Das sind alle Produkte, die eine Basis aus Holz haben, die mit einer umweltfreundlichen Lasur lasiert ist und auch kompostiert werden kann. Der Clou bei diesem Ring ist der, dass ich hier ein sogenanntes Podest habe. Das allerdings ist aus Styrodur und kann nicht kompostiert werden. Und damit habe ich die Möglichkeit, eine Urne, die ein Ornament hat, ein bisschen erhöht zu präsentieren, weil sonst ja das Ornament von dem Blumenschmuck verdeckt würde. Das zeige ich Ihnen dann später genauer. Jetzt wollen wir erstmal schauen, dass wir den Außenbereich möglichst effizient abgedeckt bekommen. Und ich nehme dafür hier die Galaxblätter, das sieht man ja oft, aber ich stecke die jetzt nicht einfach nur so herein, sondern ich befestige die mit Hilfe ihres Stieles. Sie haben ja quasi, bringen die ihre Stecknadel schon mit. Ich stecke den Stiel durch das Blatt hindurch und dann den Stiel in den Steckschaum hinein. Das nächste Blatt wird jetzt unter den Stiel des vorhergehenden Blattes geschoben, den Stiel umbiegen und rein in den Steckschaum. Und so geht es weiter. Wichtig ist, schräg anschneiden, ganz wichtig, damit Sie gut und leicht in den Schaum reinkommen und damit der Steckschaum den Stiel auch festhalten kann. Wenn Sie etwas gerade abschneiden, selbst wenn es so ein kleiner Stiel ist, wird der Steckschaum zusammengedrückt, Sie reißen in ein Riesenloch rein und die Stiele können nicht festgehalten werden vom Schaum. Also immer schräg abschneiden, dann ist es auch schön spitz, ab durchs Blatt und rein in den Schaum. So, jetzt bin ich schon einen ganzen Schritt weiter. Der gesamte Außenbereich ist abgedeckt mit meiner besonderen Galax-Blatt-Stecktechnik. Und ich habe auch schon ein Gerüst aufgebracht. Und zwar habe ich hier einfach Aludraht, Aluminiumdraht. Und der wird jetzt einfach so gecrasht und dann hier draufgelegt und ein bisschen in den Schaum eingedrückt. Das reicht als Fixierung, weil wenn ich später meine Blumen durchstecke, dann ist die ganze Sache fest. Jetzt kann ich dann beginnen, die Blumen einzuarbeiten. Aber jetzt habe ich gesehen, auch der Innenrand ist ja noch offen. Und hier ist keine Möglichkeit, Galaxblätter einzustecken, weil das einfach zu flach ist. Und da habe ich hier dieses wunderbare Material gefunden. Das ist die Lunte. Das ist die Wolle, bevor sie zur Kordel verfilzt wird, und das ist Schafwolle, das heißt, die ist ja imprägniert, kann man sagen, mit einer Fettschicht umgeben, jede Faser, sodass ich die jetzt direkt auf den Steckschaum aufbringen kann und feststecken kann, und ich muss keine Angst haben, dass die Wolle sich vollsaugt und die Feuchtigkeit aus dem Schaum rausgezogen wird. So, und jetzt verteile ich meine Hauptblumen. Jetzt fange ich an, meine Rosen einzuarbeiten, um schon mal so eine kleine Struktur zu bekommen. Und jetzt arbeite ich immer durch dieses Drahtgerüst durch, was ich mir gearbeitet habe. Und nicht alle Rosen so ganz kerzengerade wie die Zinnsoldaten, sondern ich gehe dann auch mal her und stecke auch mal so eine Rose seitlich rein. Ich habe also inzwischen zu meinen Rosen noch verschiedene andere Werkstoffe eingearbeitet. Hypericum-Beeren, um einfach ein bisschen Glanz und eine andere Struktur reinzubringen. Skimmia ist dabei und auch Chrysanthemen. Ich lege jetzt letzte Hand an und schließe die letzten Lücken mit ein paar Chrysanthemenblüten. Und Sie sehen, ich habe eine relativ kompakte Gestaltung. Und da ist es immer schön, wenn man das Ganze nochmal so ein bisschen spielerisch überrankt. Und dafür habe ich mir hier Jasminranken mitgebracht. Die werde ich so ein bisschen ausfrisieren, dass sie nicht zu kompakt sind. Und die dürfen jetzt hier einfach oben drüber laufen. Und da kommt mir jetzt auch mein Drahtgerüst wieder zugute, weil damit kann ich die Ranke auch so ein bisschen fixieren und in Form bringen. Auch hier ist immer wieder wichtig, schräg anschneiden, damit die Ranken
auch wirklich fest verankert sind. Alles, was Sie nicht schräg anschneiden, kann der Schaum einfach nicht festhalten. Was jetzt noch fehlt, ist meine Urne. Und wir haben hier natürlich eine Demo-Urne, keine wirkliche Urne. Deswegen habe ich Ihnen das Ornament angedeutet mit einem Kreuz hier. Und Sie sehen, wenn ich dieses Podest in dem Kranz drin habe, dann können Sie wunderbar dieses Ornament an der Urne sehen. Und alle sind zufrieden. Die Urne wirkt, der Blumenschmuck wirkt. Und durch das Qualitätsprodukt von Smithers Oasis, durch diesen wirklich qualitativ hochwertigen Schaum, wirken die Blumen auch sehr lange. Sie haben lange Freude dran, damit das so lange wie möglich ist. Finishing Touch drüber, gibt Frische für die Blüten und schließt die Poren, sodass die Verdunstung gemindert wird. Und da kann man sich wirklich darauf verlassen, dass das lange Freude macht. Dieser Urnenschmuck, der ist dann auf dem Grab auch noch lange schön. Und machen Sie es wie ich, verlassen Sie sich auf Smithers Oasis.